Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft, wo wir heute natürlich erstmal damit anfangen, die Felder neu zu bestücken. Wir haben jetzt aber natürlich langfristig gesehen erstmal genug Kartoffeln und genug alles Mögliche hier. Das war der erste Stack. Zack, kann man so eine Kartoffel einsammeln. Eignen uns das jetzt so ein bisschen an, dass wir dann nicht immer ganz oben hochspringen. Zack, zack. Dann können wir hier so machen. Hier auch alles schön dicht machen. Also die Seite werden wir jetzt hier mal komplett mit Weizen bestücken. Die nächsten Stacks hier unten. Ja, wir sammeln unser Baumaterial. Ne? Das hat dann natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, dass wir gleich die Schafe noch mehr vermehren wollen. Brauchen wir weiße Wolle und Mast brauchen für unser Bauwerk. Wie wir gesehen haben, die Farm funktioniert ganz gut. Man kann hier natürlich noch irgendwie noch so ein Zwischending einrichten hier oben, dass wir hier noch sozusagen eine Wand längs ziehen, damit nicht alles immer dahinter landet, sondern eben auch da hier vorne alles drin landet. Man müsste die Seiten höher machen, wenn man wollte. Aber sehr schön, das war die erste Seite. Wie viel Weizen haben wir noch? Naja, fangen wir erstmal an. Dass wir jetzt zumindest noch dieses eine Feld hier oben voll kriegen. Erstmal schneller gehen, ich weiß. Das geht leider nicht automatisch. Ernten vollautomatisch. Spart schon eine Menge Zeit. Ne? Wir überlegen, wie viel Zeit wir sonst verballert haben, um dieses kleine Weizenfeld, was wir hier haben, zu ernten. Karotten könnten wir hier nochmal mit anbasteln. Für unsere Schäfchen, na Quatsch, für unsere Kaninchen. Ja, das war's. Dann holen wir noch mal ein bisschen was aus der Truhe. Nochmal. So viel ungefähr, das müsste dann ja reichen. Und dann haben wir schon alle Schafe wieder Wolle. Dann könnten wir noch mal kurz in Neta gucken, ob da immer noch alle gegen uns sind oder ob sie wieder mit uns sind. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall noch mehr Ledersteine. Gleich haben wir es. So, alles neu bepflanzt. Erst kommt hier rein und die Kartoffeln nehmen wir mit rüber. Da kann man einen Ofen schmeißen. Eigentlich müssen wir hier auch mal eine Armada an Öfen bauen. Das ist ein Kartoffelland hier. So, zack, 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 zack. So viel wie geht. Die Grünen kommen hier noch mit rein, die brauchen wir nicht. Ja, eigentlich brauchen wir hier oben mal so einen Ofen, ne? Also hier so ein Ofengebäude, wo einfach 6 Öfen oder so drin stehen und Thron. Naja, okay, holen wir nach. Erstmal essen wir die Restwassermelone. Weg mit der Wassermelone. Guck mal, sättigt nicht ansatzweise überhaupt. So, wie sieht's aus? Hier ist ein bisschen Eisen, da kommen neue Kartoffeln rein. Hier ist ein bisschen. Ach, da kommen neue Kartoffeln rein. Hier ist ein bisschen Nix, da kommen neue Kartoffeln rein. Hier ist ein bisschen Netherstein, da kommen neue Kartoffeln rein. Hier ist noch mal ein bisschen Eisen, da kommen neue Kartoffeln rein. Hier ist nur Lava, da kommen Kartoffeln rein.
Gut, Kartoffeln en masse. Hier mal ein bisschen Eisen loswerden. Nicht, dass wir ja davon irgendwie zu viel auf Tasche haben. Die Nethersteine können wir mal zusammen craften hier. Immerhin, ne? Ist schon mal ein bisschen was am Baustoff. Aber wir sammeln weiterhin. Das packen wir erstmal hier mit rein. Packen wir auch erstmal die Netherziegel hier mit rein. Ich glaube nämlich, dass wir nochmal Nether gehen und nochmal mehr holen. Ich habe mich jetzt leider auch noch nicht schlau gemacht, wie es nochmal mit dem Färben war. Da muss ich das nächste Mal nochmal gucken. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es natürlich mal reinposten in die Kommentare, aber ich werde es wahrscheinlich auch nochmal nachlesen. Aber können wir ja sehen, ob ihr richtig lagt. Aber ich gehe mal davon aus, ihr könnt euch ja bestimmt aus. Ich habe schon wieder verdrängt. So, Quarzblöcke, weiße Wolle. Ja, wir machen erst nochmal, wie gesagt, ich würde auch mal Zaun machen, wollte noch ein bisschen Erde aufschütten. Also nehmen wir nochmal 1, 2, 3, 4 Stacks einfach voll mit Erde mit, damit wir da den Fluss dicht machen. In der Zwischenzeit holen wir uns aber noch Wolle. Ja, sollen wir nochmal ein Stroh verwandeln hier. Ja, die anderen werden wir auch, ne? Also das Stroh, was wir jetzt auf Lager haben, können wir klar noch mit Brot draus backen. Wir können aber das auch gut für Kühe und für Schafe benutzen. Dass wir einfach unsere Herden hier nochmal wieder ein bisschen vergrößern. Die Kühe fürs Fleisch, die Schafe hier für die so dringend benötigte Wolle. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, Wolle ab. Mal 16 bringt das eine Ladung. Überlegen, aber für das Haus brauchen wir bestimmt an die 500. Da sind wir noch lange nicht so weit, dass wir sagen können, jo, das reicht. Nein. Wir holen jetzt nochmal. So, also das Fleisch erstmal hier runterholen. Jetzt gleich erstmal Erde noch ein bisschen verballern. Hier mal 1, 2, 3, 4. Da machen wir uns mal schön noch mal ein paar Strohballen draus. Schon mal nicht schlecht. So, 17 Strohballen. Die können wir da schön irgendwo verteilen. Ist ja nun mal unser Stallbereich. Was uns noch fehlt, sind die Schweine. Und ja, die haben natürlich auch hier irgendwie gegenüber eine komische Hütte. Ich gehöre hier mit rein. Ich habe überlegt, dass wir das nochmal anbauen. Hier kommt nochmal ein Hock. Wo es natürlich nicht mehr passt mit der Brücke. Und mit dem Baum passt es auch nicht. Vielleicht müssen wir den Baum wegfällen, damit wir hier drüben weitermachen. Was gibt es denn sonst noch an Tieren, die wir hier vielleicht einfangen sollten? Oder wir müssen in die andere Richtung. Oh, da geht auch nichts, ne? Hinter den Hühnern, dass wir könnten auch sagen, dass wir es hier noch einen länger machen. Bis zum Haus. Oder hier vorne das Ganze noch mit einbasteln, irgendwie versuchen. Also ein bisschen versetzt. Und dann diese Ecke noch mit ausfüllen. Gleiche Baustil wie hier. Damit wir dafür Schweineplatz haben. Und dann haben wir wirklich alle Tiere hier. So, die Nutztiere zumindest beieinander. Ja, wie rum die jetzt liegen, ist mir erstmal egal. Ja, Hauptsache, die liegen hier überhaupt. Da haben wir jetzt langfristig gesehen erstmal genug Stroh. Und mal, falls man das aber auch mal hier drin braucht, ne, können wir auch hier hinten in der Ecke anfangen aufzubauen. Kleine Strohvorräte. So, wer hat denn gerade eben noch nicht sich vermehrt? Der darf sich jetzt noch vermehren. So ein paar kleine Lämmer. Ja, hier macht auch noch ein Lamm. Schnippschnapp, Wolle ab. Ja, sind alles Vorbereitungen für unseren Hausbau, ne? Also nicht, dass ihr jetzt meint, ach, der sattelt hier schon wieder nur rum, der will ja gar nichts mehr bauen. Keine Sorge, wir bauen noch. Aber erstmal brauchen wir die entsprechenden Baustoffe. Viel Wolle. Ja, die Kuhherde hier, zack, 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 zack. Da können wir mal wieder richtig schön vermehren, ne? Sind auch nicht mehr so viele aktuell. Muss man ja auch sagen, sind weniger geworden.
Gibt's keinen mehr? Habt ihr jetzt schon euch alle vermehrt? Können auch die Kühe hier einfach mal abgrenzen, ne? Dass wir hier Grenzen abgrenzen, die Kühe nur bis hier hinkommen. Und da hinten dann sozusagen dieses kleine Hocken noch für Schweine. Dann könnten wir das sogar so komplett runterbringen. So, jetzt nimm bitte noch diese blöden zwei letzten Weizen jemand. Einer noch. So, weg ist es. Erfahrungspunkte durch die Vermehrung. Guck mal hier, eine richtig kleine Herde mittlerweile. Massig kleine Minikühe. Sehr schön. Also die Tiervermehrung heute hat sehr gut funktioniert. Und dann müssen wir eigentlich mal anfangen und machen hier Türen durch. Da brauchen wir ein bisschen an. Oder auch so ähnlich wie hier, ne, zu den Hühnern. Guck mal, da ist sogar eine Kuh auf Abwägen schon wieder. Ja, genau. Kommen hier wieder hin. Sonst müssen wir da drüber noch einen Zaun packen. So, einmal zur Seite bitte. Muss hier mal raus. Hier unser Strohvorrat. Ganz schön. Das lohnt nicht. Lassen wir sie erstmal sich wieder erholen. Hier haben wir ein Pferd ganz allein. Sünde ist das doch. Ansonsten muss man den Baum fällen. Das könnten wir ja trotzdem offen lassen, so als offenen Durchgang. Ne? Und dann könnten wir hier wieder anfangen im Stall und noch einen Hock bauen. Wird aber eben heißen, wir müssten hier möglichst weit weg. Oh Gott, was ist hier? 1, 2, 3, 4, 5 Creeper stehen hier gegenüber. Darauf lassen wir uns nicht ein. Nein, wir backen jetzt noch ein bisschen Brot hier. Ein paar lecker Brötchen, Rundstücker. Und dann gehen wir nochmal in Nether, ne? Und gucken mal, ob wir gleich angegriffen werden oder ob wir davon kommen. So, genau. Ein Brötchen zu Brötchen. Ein Weizen zu, kein Weizen. Ja, aber das mit den Schweinen, das wäre echt nochmal so eine, ne? Eigentlich gehört sich das ja so. Wir haben hier sonst alles an Tieren. Und die Kühe haben so viel Auslauf. Aber ich denke eben, dass wir das hier mit dran basteln. Ziemlich kurz und schmerzfrei auf dieser Länge. Ein bisschen gerade durch. Bis hier. Und dann hier rüber. Schweine können ja auch ein bisschen Platz gebrauchen. Ne? Würde das hier noch ein bisschen mit wegkommen. Das stört mich ja auch schon länger. Wir können jetzt schon wieder nicht vorne auffüllen. Ne? Das habe ich nicht gemacht. Ist nämlich aktuell schlecht vorne. Weil es ja dunkel ist, ne? Kann man nicht vorne in Ruhe weiterarbeiten. Deswegen können wir doch einmal hier in der Base schon mal die Vorbereitung treffen für den Schweinehock. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie es wird. Deswegen machen wir es erstmal so. Das muss ja wahrscheinlich auch noch wieder weg, Mann. Wir wollten auch noch mal in Nether gucken, ob wir angegriffen werden. Ist jemand hier? Nö. Schon mal gut. Was loswerden können wir hier auch nicht wirklich, ne? 1, 2, 3 Stacks hätten wir frei. Falls wir nicht angegriffen werden. Und unser Schwert ist fast tot. Also hier kaputt. Und die Zombie-Pigment sind hart, ne? Also. Mit denen darf man nicht scherzen. Ach, die sind noch da. Haltbarkeit 3, Glück 3, Haltbarkeit 3, Effizienz 4, Behutsamkeit auch noch. Kommen die ganzen Erfahrungspunkte hierher. Ich höre schon wieder einen Gast, einen Gastigen. Aber lassen wir uns von dem mal nicht irgendwie beeindrucken. Ich wollte eigentlich nur mal schnell die Stacks, die wir jetzt hier haben, vollhämmern. Das geht ja leider so schnell. Und Zombie Pigman, seid ihr gar nicht mehr böse auf mich?
glaube, das war schon. Können wir irgendwas wegschmeißen? Nö. Na gut, 7 Bruchsteine kann man wegschmeißen. Dann können wir lieber noch 64 mehr hiervon mitnehmen. Das war schon 64. Sieht so aus. Oh, ist nicht durchgegangen, schade. Oh oh. Na gut, ich wollte auch nur kurz in Äther. Wir haben eigentlich genug geholt. Zumindest jetzt sind die Stacks, die wir so frei hatten, voll. Wir hätten uns ein bisschen mehr Platz schaffen sollen, damit wir hier ein bisschen mehr uns organisieren hätten können. Wir können das aber auch gleich nochmal machen, oder? Das muss das erstmal gewesen sein. Wir könnten auch hier sagen, okay, hier ist keine Truhe. Raus, raus mit uns. Ist ja aber wieder hell. Wir könnten jetzt anfangen, vorne aufzuschütten. Mit der Erde, die wir haben. Also weiterhin Erdarbeiten. Wir brauchen das sogar, das ist richtig. Hier kriegen wir dann später vielleicht noch einen Steg hin oder so für unser Boot. Na, ist ja egal, dann ist er unter Wasser. Passt schon. Hier müssen wir gar nicht unbedingt weiter, aber hier müssen wir noch ein bisschen raus, ne? Ich denke mal, auf jeden Fall so sollten wir dicht machen. So, machen wir hier noch, damit das ein bisschen natürlicher aussieht. Und wir haben sowieso so viel Erde zum Aufschütten. So. Ja, genau. Zack, 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 schnell dicht machen das Ganze hier im Akkord einmal. Da haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Bauplatz. Können wir unsere Gebäude nachher nur nicht unterkellern. Das funktioniert nicht. Aber ich würde sagen, das soll es dann für heute gewesen sein. Wir werden dann morgen nochmal weitermachen. Diese Lücke hier auch noch schließen. Da denke ich, müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Ein bisschen Erde haben wir ja noch. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Mit einem kleinen Kommentar unterstützt ihr mich. Und wenn ihr dabei bleibt, freue ich mich. Bis morgen. Na, tschüss. Morgen? Sorry, Leute. Nächstes Wochenende. Und tschüss.